Isaac and his mother lived alone in a small house on a hill. Isaac kept to himself, drawing pictures and playing with his toys as his mom watched Christian broadcasts on the television. Life was simple, and they were both happy. That was until the day Isaac's mom heard a voice from above. Your son has become corrupted by sin. He needs to be saved. I will do my best to save him, my lord, Isaac's mother replied, rushing into Isaac's room, removing all that was evil from his life. Again, the voice called to her. Isaac's soul is still corrupt. He needs to be cut off from all that is evil in this world and confess his sins. I will follow your instructions, Lord. I have faith in thee, Isaac's mother replied, as she locked Isaac in his room, away from the evils of the world. One last time, Isaac's mom heard the voice of God calling to her. You've done as I've asked, but I still question your devotion to me. To prove your faith, I will ask one more thing of you. Yes, Lord, anything, Isaac's mother begged. To prove your love and devotion, I require a sacrifice. Your son, Isaac, will be this sacrifice. Go into his room and end his life as an offering to me to prove you love me above all else. Yes, Lord, she replied, grabbing a butcher's knife from the kitchen. Isaac, watching through a crack in his door, trembled in fear. Scrambling around his room to find a hiding place, he noticed a trap door to the basement hidden under his rug. Without hesitation, he flung open the hatch, just as his mother burst through his door and threw himself down into the unknown depths below. Und damit hallo und willkommen zu meinem neuen Projekt The Binding of Isaac mit dem DLC Wrath of the Lamb. Ihr habt gerade im Trailer schon gesehen, worum es geht. Ein armer Junge flieht vor seiner wild gewordenen Mutter und ja, das Spiel erklärt sich größtenteils von selbst. Ich zeige euch ganz kurz. Wir haben keine Statistiken. Wir haben nichts in der Kollektion. Ich habe meine kompletten Spieldaten zurückgesetzt und deswegen fangen wir jetzt auch einfach an. Ich spiele das Ganze mit dem Gamepad. Man sieht, ich habe schon alle Charaktere freigeschaltet, nicht. Und ich werde am Anfang versuchen, möglichst viel zu erklären. Wir fangen mal an mit Isaac. Und man sieht direkt, wir haben einen Raum. So, ich fange mal oben rechts an zu erklären. Ich weiß nicht, ob ihr meinen Mauszeiger seht. Hier oben steht live. Wir haben drei rote Herzen. Jedes Herz wird halbiert. Das heißt, im Moment können wir 6 Treffer einstecken, später ändert sich das noch. Daneben haben wir, also Herzen werde ich näher erklären, wenn wir welche finden. Man kann die halt auffüllen oder eben nicht, also bleibt gespannt. Hier haben wir das Feld, wo wir unser Spacebar-Item sehen. Das lädt sich auf, dann können wir es einmal benutzen und dann muss es sich erst wieder aufladen. Im Moment haben wir keins. Dann haben wir hier unsere Pfeile, die Arrows, und die verändern sich, je nachdem, was man für Items aufsammelt. Hier haben wir unsere drei Sammel-Items, sag ich mal. Münzen, Bomben und Schlüssel. Mit Münzen kann man Sachen kaufen und Automaten bedienen und ähnliches. Mit Bomben kann man Sachen aufspringen und mit Schlüsseln durch Türen gehen. Macht Sinn. Und hier oben haben wir eine Map, das heißt, wir sehen jetzt drei Räume. Der Raum, in dem wir sind, der ist so weiß. Die beiden kennen wir noch nicht, deswegen sind die dunkelgrau und es gibt auch noch hellgraue. Hier unten links sehen wir die Ebene, wo wir uns befinden. Keller 1, es geht immer tiefer, klar. Und hier unten rechts wird uns manchmal angezeigt, wenn wir ein Item aufsammeln. Jetzt zeige ich euch mal eben, wie sich Isaac bewegt. Wir können uns in alle Richtungen bewegen. Ja. Das funktioniert mit den 4 Pfeiltasten oder halt bei mir mit dem Bewegungskreuz. Und dazu können wir in alle Richtungen feuern. Mit diesen wunderschönen Tränen. Mit einem anderen Stick. Das sind, nee, genau, also bei der Tastatur spielt man mit ASDW, wie man das sieht. Attackieren tut man mit den Pfeiltasten und auf dem Gamepad mache ich das halt mit den Knöpfen. Okay, ich würde sagen, ich gehe jetzt einfach mal nach links
Und hier sehen wir unsere ersten Gegner. Die Spinnen sind relativ einfach zu besiegen. Man sieht, die stecken nicht viele Treffer ein. Sind aber verflucht schnell und können uns deswegen ganz schön ärgern. Hier haben wir eine Bombe, die direkt explodiert. Das heißt, wir können sie nicht aufsammeln. Und jetzt befinden wir uns im ersten Itemraum. Wir sehen auf der Karte oben, haben wir jetzt so ein Krönchen. Das sind die Itemräume. In der ersten Ebene ist der Itemraum offen. Es sei denn, man hat eine extra große Ebene. Man erkennt Itemräume an dieser wunderschönen Tour. Und in den Itemräumen findet man immer ein Item. In späteren Ebenen braucht man für Itemräume jeweils einen Schlüssel. Es sei denn, man schafft es, sich irgendwie durch eine Wand zu sprengen. Und hier finden wir den Minimarsch. Das ist ein schönes Item für den Anfang. Erhöht unseren Speed und unsere Range. Wo wir gerade schon dabei sind, gucken wir uns mal eben die Statistiken an. Speed 3, Range 3, deswegen, da haben wir gerade eins jeweils dazu bekommen. Stärke 2 und Tiers 2. Range, klar, ist die Reichweite, Geschwindigkeit ist Speed, also die Bewegungsgeschwindigkeit. Die Stärke unserer Schüsse ist Angriff, also Damage. Und Tiers heißt, wie oft wir feuern können. Nein, ich will nicht sterben. So. Dazu sieht man jetzt, dass wir kleiner geworden sind. Das heißt, wir sind jetzt schnell, klein und können weiter schießen. Das ist ein schönes Item für den Anfang. Oben sehen wir jetzt eine Schlüsseltür mit so einem Geldsymbol oben auf der Karte. Das ist der Shop, da kommen wir nur mit einem Schlüssel rein. Lohnt sich nicht, weil wir haben keine Münzen. Da kann man Items, Herzen und Ähnliches kaufen. Hier haben wir so einen Halbgegner. Feuer findet man überall. Die kann man so ausmachen. Manchmal liegen da Münzen drunter oder Ähnliches. Die roten Feuer sind... Ups, das wollte ich eigentlich noch kaputt machen. Sind neu in dem DLC. Und können uns manchmal angreifen. Die Viecher hier sind ziemlich scheiße. Und da wurde ich auch schon direkt getroffen. Das sind Mutterspinnen. Ich habe keine Ahnung, wie sie wirklich heißen. Die beinhalten jeweils zwei Spinnen und halten relativ viel aus und sind ähnlich schnell wie die... bin und ich stelle mich gerade an wie der letzte Penner. Ich möchte direkt mal sagen, ich bin schlecht in dem Spiel und spiele nicht wirklich gut. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Man sieht jetzt oben rechts, wir haben zwei halbe Herzen verloren, weil wir zweimal getroffen wurden. Unser Herzkanister ist noch da. Wir sammeln das rote Herz auf, das ist ein Doppelherz, das heißt, also ein normales Herz, das heißt, wir kriegen das wieder und hier haben wir direkt einen Boss. Und zwar nicht den Boss, sondern einen Mini-Boss. Super Sloth. Spawnt uns im besten Fall ein Item, meistens sind es irgendwelche Schrottsachen. Spawnt die ganze Zeit Spinnen und schießt mit diesen explodierenden Kügelchen. Ist ziemlich blöd, wenn man Super Sloth direkt in der ersten Ebene kriegt, weil der halt ordentlich Damage macht, wie man sieht. Komm, lass mich in Ruhe. Und das ist jetzt wirklich Pech, das kann man nicht anders sagen. Ich werde, denke ich mal... Wenn ich einen Run habe, in dem ich überhaupt nichts geschafft habe, oh, ich habe gedacht, da würde ich getroffen werden, werde ich den auch nicht unbedingt hochladen. Den ersten Run jetzt aber definitiv, egal wann ich sterbe, damit ich nicht alles nochmal erklären muss. Und Super Sloth ist gleich tot. Wir wurden, ich wollte gerade sagen, er hat nicht viele Spinnen gespawnt, jetzt legt er los. Toll. Das Gute ist, dass er mit seinen Schüssen manchmal auch selbst die Spinnen zerstören kann. Und wir kriegen doch ein Item. Das ist ganz schön. Wir kriegen... Bob's Curse, der uns Poison Bombs beschert, das heißt unsere Bomben machen Giftschaden. Und wir haben 5 Bomben so bekommen. Und hier liegt ein Trinket, die sind auch neu im DLC. Das sind Passiv-Items, man kann jeweils eins tragen, wird hier oben links angezeigt. Das Pinky Eye sorgt dafür, dass unsere Schüsse manchmal so grünlich gefärbt sind. Ich glaube eine 10%ige Chance. Und die machen dann Giftschaden. Hier rechts sieht man jetzt so eine komische Tür, das ist der Bossraum, den sieht man noch auf der Karte. Es gibt auf jeder Ebene mindestens einen Boss. Das wollte ich noch kaputt machen. Ich hoffe, Camtasia nimmt das jetzt alles vernünftig auf. Und jetzt werde ich hier mal eine Bombe legen, da wir auf jeder Ebene zwei Geheimräume haben. Die Geheimräume erkläre ich eben. Es gibt einen, der liegt zwangsweise zwischen drei anderen Räumen. Das heißt, man kann von drei Seiten aus rein. Das sieht man dann an der Karte oben. Man sieht, der ist jetzt genau in der Mitte zwischen drei Räumen, deswegen können wir uns da reinbomben. Der muss nicht da sein, aber der kann da sein. Der andere Itemraum kann irgendwo liegen und das heißt, er kann auch den definierten Itemraum bestimmen. Es macht wenig Sinn, den anderen zu suchen. Jo, wir kriegen noch ein rotes Herz, das ist ganz schön. Und noch eine Münze. Wir haben aber immer noch keinen Schlüssel.
Es macht keinen Sinn, den anderen zu suchen, weil es halt total egal ist, der kann überall liegen. Und mit 5 Bomben möchte ich das nicht riskieren. Und mit vollem Leben dem Pinky Eye und mit dem Mini Mushroom würde ich sagen, schauen wir uns mal den ersten Boss an. Der Duke of Flies. Ist ein relativ einfacher Boss. Die Bosse werden immer neu bestimmt. Jetzt sieht man, jetzt ist er so grünlich gefärbt, das heißt, wir haben gerade Giftschaden gemacht. Duke of Flies spawnt die ganze Zeit nur Fliegen verschiedener Stärke. Schickt sie dann manchmal in den Angriff, so wie jetzt gerade. Gibt durchaus schlimmere Bosse. Eigentlich kriegt man den ganz gut kaputt, wenn man ein bisschen drauf aufpasst, dass die Fliegen einen nicht kriegen. So. Und man nicht die ganze Zeit nur auf die Fliegen hält, weil man will ja auch irgendwann den Boss fertig kriegen. So, da hatten wir Giftschaden gemacht, deswegen ist die von alleine krepiert. Ansonsten fliegt er nur relativ albern die ganze Zeit durch die Gegend und wartet darauf, dass man ihn tötet. Also, ist okay. Wow, das war jetzt schon wieder relativ knapp. Ich erzähl kurz was dazu, wie das mit den Runs ist. Also es ist so, dass man zwischendurch in einem Run nicht speichern kann. Das heißt, damit ist gerade Duke of Flies down gegangen. Er hat uns 2 Herzen gespawnt. Ich werde die Runs durchspielen und dann gesplittet hochladen. Allerdings an einem Stück. Also ihr werdet jetzt nicht 2 Wochen später noch einen Teil kriegen. Hoffe ich zumindest. Jeder Boss spawnt uns, wenn er besiegt ist, ein Item. Wir kriegen jetzt den Belt. Der erhöht nochmal unseren Speed. Das heißt, wir sind jetzt fucking schnell. Wir holen uns noch eben die Herzen. Geht nicht. Warum? Man kann Herzen nur aufheben, wenn man den Herzcontainer dafür frei hat. Das heißt, man kann im Laufe des Spiels weitere Herzcontainer sammeln. Es gibt auch noch blaue und weiße Herzen. Die werde ich erklären, wenn ich welche finde. Das heißt, mit den Herzen können wir jetzt nicht anfangen. Und diese Trapdoor, diese Öffnung hier, die führt uns in die nächste Ebene. Und da es hier nichts zu holen gibt, runter, abwärts, in Basement 2. Und der arme Isaac hat kein Toilettenpapier mehr. Gott, wir sind so klein und so schnell. Nach links. Rotes Feuer. Zombies. Rotes Feuer ist aus. Zombie habe ich vergiftet. Schön. Die Zombies rennen auf uns zu und wenn sie nah genug dran sind, dann öffnen sie ihre Augen und werden fucking schnell. Warum sage ich die ganze Zeit fucking? Werden verdammt schnell. Und ja, das Teil hier ist so ein komischer Knubbel. Ich weiß gerade nicht, wie die heißen. Der, wenn man ihn nicht kaputt macht, die ganze Zeit Spinnen spawnt. Nach dem Zufallsprinzip. Hat man gerade gesehen, der hat gerade so eine Spinne ausgespuckt. Das hier auf dem Boden ist übrigens eine Spinnenwebe, die verlangsamt uns ein bisschen an der Stelle. Nochmal kurz zu den Zombies. Wenn man die besiegt, teilen die sich teilweise auf. Das heißt, der Körper lebt dann manchmal noch. Das hier ist so ein kleines Knab, was weiß ich was, Viech. Das uns einen Schlüssel gibt, womit wir gleich in den Shop, in den Itemraum gucken können. Was man hier sieht, ist eine Blutbank. Da können wir halbe Herzen opfern. Das heißt, wir verlotzen uns selbst. Dafür kriegt man Items gespawnt am Ende, wenn man die Blutbank geschrottet hat. Dafür muss man aber schon ziemlich viel zocken meistens. Ansonsten Geld manchmal. Also es ist ein bisschen Zufallsprinzip. Werde ich jetzt nicht machen, weil ich mit 3 Herzen mich dafür nicht sicher genug fühle. Und hier haben wir die Black Bean. Ist ein okay Item, gibt schlimmere Items. Black Bean sorgt dafür, dass wir Panic Farts kriegen. Das heißt, wenn wir getroffen werden, dann lassen wir ordentlich einen gehen. Das Ganze macht dann, ich glaube, Giftschaden? Ja, es macht, glaube ich, Giftschaden. Und macht ziemlich Schaden. Das heißt, Gegner, die getroffen werden, nehmen Schaden. Nein, Gegner, die treffen, nehmen Schaden, wenn sie direkt neben uns stehen. So. Das hier ist ein spezieller Stein, der hat so ein, der ist so ein bisschen bläulich und hat ein X da drauf. Das heißt, der beinhaltet irgendwas Nettes. Deswegen habe ich ihn jetzt aufgesprengt und habe dafür noch einen Schlüssel bekommen. Warum nicht? Gar nicht so schlecht. Wir haben 4 Bomben, also könnte hier oben wieder der Geheimraum liegen. Gucken wir mal nach. Nö, schade. Die Bombe ging ins Nichts. Gut, wir gehen erstmal hoch, gucken. Ich würde jetzt gerne möglichst... Oh, hier gibt es 2 rote Herzen. Das kann noch interessant werden mit der Blutbank. Hm.
Und wir kriegen noch einen Miniboss. Wow, Miniboss-Time. Envy. Also, die Minibosse, das sind die 7 Todsünden. Wir hatten gerade Sloth. Ich weiß gar nicht, wofür Sloth steht. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier den Knight Envy. Und es ist ein beschissener Miniboss. Wir werden... Ah, und dann noch ein blauer. Oh, fuck it. Der teilt sich ein paar Mal auf. Geh mal kaputt, danke. Und der blaue teilt sich nicht nur in zwei, sondern in... Und das hat uns ordentlich verletzt. Man sieht, wir haben Schaden gemacht. Der blaue teilt sich in 3 auf. Ich möchte erst den weißen erledigen. Es macht Sinn, sich erst um die einzelnen Köpfe zu kümmern. So. Das war der, jetzt noch den. Hier habe ich mich gerade schon wieder getroffen gesehen. Komm, geh mal bitte. Danke. Das Problem ist, wenn man einfach nur drauf hält, wird das Ganze relativ schnell sehr, sehr unübersichtlich. Und gerade bei so einem Miniboss ist das verdammt unschön. Und ich möchte es nicht übersichtlicher haben, wenn ich den blauen erst zerstöre. Trotzdem müsste der jetzt eigentlich mal kaputt gehen. Der hat schon einige Treffer kassiert. Na komm. Das Gute ist, da der blau ist, müssten wir hinterher wahrscheinlich noch ein anderes Item kriegen. Also nicht ein Item, sondern so ein Sammelstück, Geld oder sowas in der Art. Da hoffe ich jetzt einfach mal drauf. Das wäre ganz nett. Na komm, wie wär's, wenn du mal kaputt gehst? Ich weiß nicht, ob man hinterher in der Aufnahme die Lags sieht. So ganz toll klappt das mit Camtasia noch nicht. Oh, ihr haltet so viel aus. Ja. Mit der Blutbank können wir uns eigentlich jetzt schon wieder fast abschminken. Jetzt wird's unübersichtlich. Oh, fuck it. Hier rüber. Ja, okay, 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 es geht voran. Was eine schöne Farbmischung auf dem Boden, möchte man ganz kurz sagen. Yo, das ist schön. Justice, Gerechtigkeit. Das war eine Karte. Karten kann man sammeln, einmal benutzen und je nach Karte kriegt man dann einen Effekt. In dem Fall war es jetzt, die Nummer 7 war es, glaube ich, Justice, die uns einige Sachen spawnt, einfach so. Wir haben jetzt Bomben und Schlüssel und ich denke, es erklärt sich von selbst, wenn ich frag nach. Hier haben wir die Forever Alone Attack Fly. Man sieht, die fliegt um uns rum, hier so. Die macht Schaden und blockt Schüsse und da die relativ weit wegfliegt, ist das ein ganz cooles Item. Wenn man sie richtig einsetzen kann. Und hier haben wir noch eine Pille. Pille ist dasselbe wie eine Karte. Da passiert dann was, kann man einmal benutzen. Allerdings können Pillen auch negative Effekte haben. Und wenn man kein passendes Item hat, was sowas blockt. Wenn man die Pille in dem Run schon mal gehabt hat, dann steht da oben, wo jetzt Fragezeichen stehen, was das für eine Pille ist. Wenn nicht, stehen da halt Fragezeichen. Und ich benutze es jetzt einfach mal. Und es war Tearstone. Das heißt, wir schießen jetzt langsam ab. Das heißt, es war eine beschissene Pille. Schade. Und es laggt ein bisschen. Ich hoffe, man sieht es hinterher in der Aufnahme nicht. Ja, hier haben wir wieder unsere altbekannten Spinnen, die ganz gut kaputt gehen. Aua. Und das Viech, was gerade in mich reingesprungen ist, ist eigentlich auch eine Spinne, die allerdings hüpft. Und zwar deutlich weiter als die normalen Spinnen. Noch ein Schlüssel. Eine Arcade. Gehe ich nicht rein. Ist eigentlich so eine Art Spielhalle. In der Arcade steht immer eine Blutbank, ein Spielautomat, wo man Münzen verzocken kann. Und ein Bettler, wo man Münzen Hütchenspieler. Ich weiß gerade nicht, wie der Begriff ist bei Binding of Isaac. Wo man halt auch Sachen kriegt. Das heißt, man zahlt Geld und mit 6 Münzen und nicht vollen Herzen ist das nicht sehr sinnvoll, weil die Blutbank lohnt sich nicht und das Männchen lohnt sich auch nicht. Also habe ich einfach beim Boss reingeguckt und hier haben wir jetzt Pin. Man sieht, Pin springt immer so stupide hin und her, spuckt manchmal Blut in alle Richtungen und manchmal schießt er auch diese explodierenden Kügelchen. Und da wäre ich jetzt gerade beinahe getroffen worden, weil ich mich ultra blöd angestellt habe. Und das war mehr als Glück, dass der mich da jetzt nicht getroffen hat. Und Pin müsste jetzt auch gleich tot sein. Das ist ein relativ angenehmer Boss, der aber eigentlich nur nervig ist, weil er einfach unendlich lange braucht, bis er irgendwann mal tot ist. Okay, wir haben die radioaktive Spinne gefunden. Dafür, dass wir 2 Bosse besiegt haben? Ich weiß es nicht. Wofür habe ich die bekommen?
Rotten Meat erhöht unsere HP. Man sieht, wir haben jetzt 4 Herzcontainer statt 3. Ist ein cooles Item. Wow. Ein Nickel, der gibt uns nicht nur eine, sondern sogar 5 Münzen. Unten lag noch ein halbes Herz und oben noch 2 volle. Also werde ich jetzt einfach mal ordentlich zocken, in der Hoffnung, dass ich den Bloodbag bekomme. Einmal kann ich noch. Schade. Gut. Wir haben 17 Münzen, das heißt, der Shop wird sich lohnen. Ich glaube, ich gucke gleich mal einen Shop, vor allem, wenn wir 3 Schlüssel haben. Wow. Erstmal uns die Herzen holen. Legen und weg. Weil wir können auch selber von unseren Bomben getroffen werden. Das sind die beiden. Und jetzt gucken wir mal direkt in den Shop rein. Mal sehen, was wir da kriegen.